Wir sind Leonie und Thilo und sind vor 3 Jahren das erste Mal mit unserem eigenen kleinen Boot über den Atlantik gesegelt. Das liegt jetzt gerade in der Karibik und wir wollen über den Seeweg, das heißt ein zweites Mal über den Atlantik, zurück auf unser eigenes kleines Segelboot. Doch diese Atlantiküberquerung wird eine völlig neue Erfahrung für uns. Wir sind normalerweise low-budget unterwegs, doch diesmal werden wir viele Tage mit einem riesigen Luxuskatamaran und einer 6-köpfigen Crew auf See sein. Ob das wirklich komfortabel wird und dass auch bei so einem Boot einiges schiefgehen kann, seht ihr in den beiden Episoden. So weiß ich hier nicht höher, das ist zu gefährlich. So, es geht jetzt los. 32 Meter hoch ist der Mast und wir müssen da oben die Kamera säubern und gucken, ob alles in Ordnung ist. Hallo, 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 hallo. Das läuft, Junge, das läuft. Okay, dann zieh mal hoch. Machen wir weiter. Ja. Alles gut da unten? Bei mir passt alles soweit bis jetzt. Wir können höher. Also, das ist schon so hoch. Warte mal kurz, ich check mal kurz die Leine, weil das ist schon ein bisschen verdreht. Warte mal. Noch ein bisschen, stopp. Stopp. Kannst du die schwarze ausmachen? Ja, lass mal alles so, wie es ist. Dann mache ich jetzt die schwarze einmal kurz raus und dann wieder rein. Okay, ich bin jetzt oben, ziemlich instabil. Kannst du die Kamera zu mir drehen? Ja, okay, so ist gut, so ist gut. Jetzt muss ich nur an meine Utensilien kommen. Okay, mach schnell. War schon ein bisschen kniffliger als gedacht, hier noch ganz, ganz oben an die Spitze zu kommen, weil die Leinen halt ein bisschen runter reingehen. Muss ich mich hier hochheben. Bei 32 Meter Höhe und bei so viel Wind ist das gar nicht ohne. Aber jetzt lasse ich mich hier runter. Geschafft. Okay, Springs sind los. Über 2000 Seemeilen liegen vor uns. Wir überqueren einmal den Atlantischen Ozean von den Kapverden bis in die Karibik. Und dieser noch größere Teil dieses Abenteuers startet genau jetzt. Alles klar, wir sind jetzt wieder unterwegs. Wir haben nur eine Nacht in Mindelo verbracht, haben eingekauft, Früchte geholt, nochmal aufgetankt. Und jetzt geht's direkt schon weiter. Der Wind passt und ja, hat sich irgendwie ergeben, dass wir kurz angehalten haben, um Obst aufzufüllen. Und einfach, weil es auf der Strecke lag, weil ziemlich weit oben nördlich war Flaute und deswegen musste man eh hier lang segeln. Und die nächsten Tage sollen aber um einiges rougher werden. Der Wind kommt mehr aus Norden und heißt nicht so achterlichen Wind, sondern mehr von der Seite. Die Welle auch von der Seite, es soll ein bisschen rougher werden und ungemütlicher. Werden wir aber sehen, wie es jetzt dann in den Tagen wirklich ist. Wir haben uns darauf eingestellt, dafür ist genügend Wind da und wenn wir schnell sind und wenn alles klappt, sind wir vielleicht schon in 12, 13 Tagen auf Martinique. So, wir haben jetzt gerade abgelegt und haben direkt Hunger alle. Und deswegen machen wir jetzt Wraps. Wir haben vorne Genua draußen und hier ist gerade, glaube ich, so ein bisschen Channel-Effekt. Wir haben hier 22, 23 Minuten Wind. Eigentlich müsste es gleich ein bisschen weniger werden, aber es ist trotzdem eigentlich entspannt. Genau. Und jetzt gibt's Essen. Wir haben so viele geile Kräuter auf dem Markt gekauft. Minze, Koriander, Petersilie. Geil. Da haben wir die alle im Glas stehen, habe ich eingepflanzt, hatte im Kühlschrank. Wir gucken, was am besten funktioniert.
Während wir lossegeln, checken wir noch schnell das Routing und gleichzeitig bereiten wir Essen zu. Man fühlt sich hier mit 6 Personen teilweise wie in einer Großküche und das auch noch auf hoher See. Aber wir haben ja nun mehr als genug Lebensmittel für die nächsten Tage. Sobald wir uns von der Insel entfernen, beruhigt sich der Wind und wir entscheiden, das große Parasail hochzuziehen. Mal sehen, wie lange wir es oben lassen. Ursprünglich haben wir uns das so vorgestellt, dass wir es hochziehen und erst wieder herunternehmen, wenn wir in der Karibik angekommen sind. Mit dem Wind, der uns bevorsteht, wird das wohl eher nicht der Fall sein. Eine schöne, aber auch eine eher unrealistische Vorstellung. Das ging ja schnell, schön und gut. Ja, zu viert geht das richtig gut. 2 Leute jeweils an beiden Winschen. Einer hält das Parasail, einer zieht es hoch und dann ist ruckzuck oben. Am Abend, kurz vorm Sonnenuntergang, bekommen wir noch Besuch. Direkt am ersten Tag begleiten uns Delfine raus auf den großen Ozean. Irgendwie ist das jedes Mal ein so beruhigendes und positives Gefühl. Und dann kommt Thilo auch noch auf eine komische Idee. Er möchte gerne mit ihnen schwimmen gehen. Ob das klappt? Läuft! Geht mit den Dolphins schwimmen! Das erste Mal haben wir es probiert mit diesem Seabob. Natürlich sehr viel langsamer als die Delfine, aber ich war mittendrin, hatte aber den Struggle, die GoPro ist weggefallen. Ich hatte erst keine Taucherbrille, meine Hose ist immer weggeschwommen. Ich war einfach nackt da unterwegs zwischen den Delfinen. Aber ich war zwischen den Delfinen und habe die gehört. Immer dieses Hui, Hui, Hui. Waren die überall. Und das erste Mal mitten auf dem Meer, während wir unterwegs sind, schwimmen gehen, obwohl ganz schön viel Welle ist eigentlich, schon kabbelig, hat alles gut funktioniert. Wir haben ja noch die Idee, irgendwann mitten auf dem Ozean irgendwie Kitesurfen zu gehen. Da braucht man natürlich auch den Wind dann für, das wird dann nochmal um einiges schwieriger. Geht aber bestimmt auch, das wäre natürlich auch richtig cool. Nicht einfach, aber das wäre mal eine Mission, eine Challenge. Aber das war schon ein richtig geiler Versuch. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal noch ein bisschen organisiert ein. Das war so eine Kurzschlussreaktion. Die Delfine waren vorne am Bug und wir so, es ist kein Wind. Wir motoren gerade. Wir könnten abschalten und reinspringen. Und dann so, ja, wir können mit dem Seabob mit den mitschwimmen. Und dann alles rein, zack, reingesprungen und dann ging es los. Hat nicht ganz funktioniert, aber es war trotzdem sehr cool. Wir sind wieder da. Jetzt du. Ja, nochmal rein. Jetzt du. Erster Tag nach den Kapverden, der Atlantiküberquerung, und es ist ganz schön unbeständiger Wind. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das Parasail hochziehen, mitten in der Nacht, weil der Wind hat komplett gedreht. Vorhin hatten wir Genua draußen und es war fast gar kein Wind, es war aber auch am ersten Tag so vorhergesagt. Jetzt kommt der Wind auf einmal aus der anderen Seite, war gar nicht so vorhergesagt, und jetzt haben wir den Kurs ein bisschen geändert und ziehen das Parasail hoch und zum zweiten Mal und hoffen, dass es jetzt
dann über die Nacht so stehen bleiben kann und alles funktioniert. Guten Morgen, meine lieben Leute. Es ist 7:30 Uhr. Ich habe eine morgendliche Schicht. Erstmal hier alles abchecken, ob alles passt. Das Parasail sitzt noch sehr gut. Und natürlich liegen hier ein paar Fliegenfische rum, die ich beseitigen muss. Die Welle türmt sich langsam ein bisschen auf. Auf der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus. Es ist auch noch nicht so schlimm, aber es soll noch schlimmer werden. Was haben wir denn hier? Leider vertrocknet. Da ist er auf dem Polster. Der hat auch richtig gekämpft. Da sind überall Schuppen. Das ist natürlich gar nicht cool. Der ist auch wesentlich größer. Also, ich hatte nur einen kleinen Routine-Check gemacht. Einen Oil-Check an beiden Maschinen. Ich habe gesehen, dass es im hinteren Bereich etwa 6 Kübel Wasser rausgeholt und das Wasser war salzhaltig. Dann konnten wir feststellen, dass es von einem kleinen Haarriss von der Treppe und von der Treppenbeleuchtung reingelaufen ist. Wir haben jetzt den Haarriss abgedichtet, obwohl das Wasser die ganze Zeit hinein läuft. Und auch die Beleuchtung haben wir mit Silikon abgedichtet. Dann können wir morgen oder übermorgen noch mal überprüfen, ob die Maßnahmen gewirkt haben. Auf die rechte haben wir immer den Schlauch runtergelassen, oder? Das ist jetzt über 20 Knoten Wind und das Parasail kann man bis zu 20, 22 Knoten segeln. Und über Nacht soll noch mehr Wind werden, deswegen waren wir jetzt ein bisschen am Diskutieren, ob wir es jetzt schon runternehmen. Ist jetzt schon stockdunkel und komplett mitten in der Nacht, wenn alle schon schlafen und einer Nachtwache hat, ist irgendwie doof. Deswegen haben wir jetzt überlegt, erstmal runterzunehmen, gucken, wie es mit der Geno ist, vielleicht Mainsail, aber mal testen. Umso mehr Wind in das Segel drückt, umso anspruchsvoller wird es, das Segel herunterzuziehen. Wir brauchen viel mehr Kraft, viel mehr Konzentration und vorher einen genauen Plan, den alle befolgen, damit nicht noch etwas schief geht. Wir haben mittlerweile gelernt, dass wir hier auf dem riesigen Schiff lieber etwas zu vorsichtig handeln, denn wenn etwas passiert, dann können Dinge schnell kaputt gehen oder jemand kann sich verletzen. Vor allem nachts wollen wir ja, dass jeder eine entspannte Nachtwache hat. Doch Fehler passieren meistens dann, wenn lange Zeit alles gut gegangen ist. Dieses Mal soll aber noch alles funktionieren. So, wir haben jetzt 4:30 Uhr. Ich hatte heute Nachtwache von 2 bis 5 Uhr, also 3 Stunden. Das ist irgendwie so ein bisschen die ungemütlichste, weil es halt die mitten in der Nacht ist. Aber wir rotieren immer mit 6 Personen, das heißt, es kommt gar nicht oft vor und es ist eigentlich echt entspannt im Gegensatz halt zu unserem eigenen Segelboot, wenn wir unterwegs sind zu zweit. Also man kriegt eigentlich ausreichend Schlaf und mittlerweile wird das Meer ein bisschen unruhiger. Morgen Abend soll es, glaube ich, losgehen, dass es ein bisschen windiger und welliger wird. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was auf uns zu. Und ich glaube, das fängt jetzt gerade schon so ein bisschen an. Die Wellen sind ein bisschen unruhig, aber der Wind passt eigentlich gerade noch so ganz gut. Ich bin jetzt gleich froh, wenn Thilo aufsteht und ich dann schlafen gehen kann. Und
mich ein bisschen ausruhen kann, weil ich jetzt schon doch dann irgendwie ganz schön K.O. bin. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen aufgeregt, was passiert und wie wild es wird. Aber ich glaube, wir packen das. Wir haben hier ein großes Schiff. Wir sind genügend Leute und das sollte auf jeden Fall alles klappen. Wir sind jetzt schön mit Halbwindkurs, der schnellste Kurs, würde ich sagen. Und wir fliegen einfach. Es ist unfassbar. Wir fahren teilweise 12 Knoten schnell hinter uns. Sieht aus, als die Gischt da, das Wasser sieht aus, als wenn wir irgendwie eine Fähre wären oder so eine Motorjacht, so eine riesengroße. Und das alles so mit dem gerefften Ross und der Genua, also mega crazy. Und der Wind wird noch zunehmen. Mal gucken, wie lange wir brauchen rüber. Vielleicht brauchen wir noch 5 Tage. Die Wellen sind natürlich mit dem Wind auch ein bisschen gewaltiger geworden. Ich würde jetzt nicht sagen riesengroß, aber halt ein bisschen kabbelig. Oder? Also es sind schon größere, aber jetzt nicht so riesengroß. Jetzt mit unserem Boot, boah, ne, das ist schon irgendwie anstrengend. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Hauen die halt übelst da und auch unters Deck und spritzen hier hoch, jetzt schon alles nass. Und hier unten ist es natürlich unfassbar laut. Die Lautstärke ist nochmal so viel krasser als bei uns auf dem Boot, weil alles knallt und knarzt und boah, wie knitschnass das da ist. Aber die Wasserflasche steht. Ja, es bleibt irgendwie alles stehen, ne? Es gibt nichts um. Und obwohl draußen der Wind immer weiter zunimmt und alle etwas angespannt den nächsten Tagen entgegenblicken, bleibt die Stimmung ruhig. Wir genießen es, die Zeit zusammen zu verbringen. Wir können drin gemütlich zusammensitzen. Wir haben ausreichend Platz für alle Leute. Es ist bisher alles andere als unkomfortabel, auch bei höherem Seegang. Wir befinden uns gerade genau mitten auf dem Atlantischen Ozean, tausende Kilometer weit weg von jeglicher Zivilisation. Seit Tagen sehen wir nichts als Wasser. Wir sind scheinbar völlig isoliert. Doch diesmal ist etwas anders. Bei unserer ersten Atlantiküberquerung gab es für uns lediglich die Möglichkeit, eine SMS am Tag an unsere Familie zu versenden. Keine Anrufe, kein Internet, keine Nachrichten. Kein Kontakt zur Außenwelt, nichts. Die völlige Isolation. Diesmal haben wir auf der gesamten Überquerung eine stabile und unlimitierte Verbindung zum Internet. Und genau das macht es zu einer völlig anderen Erfahrung. Wahrscheinlich ist diese Überquerung weniger intensiv für uns selbst als die erste. Doch diesmal haben wir die Möglichkeit, viel mehr Menschen teilhaben zu lassen, tagtäglich mitzunehmen auf dieser Reise, all die Eindrücke ungefiltert und echt mitzufilmen und euch gleichzeitig dabei sein zu lassen. Wir sind für beide Optionen dankbar und auch dafür, nun den Unterschied zu spüren. Wir haben 2.10 Uhr in der Nacht und 30 Knoten Wind. Immer so bis 30 Knoten, 33 stand auch schon mal drauf. Und es ist ganz schön ungemütlich. Also hier drinnen geht es natürlich, aber die Schläge jetzt hier am Rumpf und so sind schon krass laut. Und wir sind uns auch ein bisschen unsicher mit dem Reffen, weil man es ja beim Katamaran, glaube ich, relativ genau nehmen muss, weil das ja sich gar nicht kränkt, sondern man das ja nach Tabellen so abliest. Und ab 33 Knoten müssten wir eigentlich das nächste Reff reinmachen. Mal gucken, ob wir das heute Nacht noch machen müssen. Es soll eigentlich noch ein bisschen mehr werden. Mhm.
Die Wellen werden tagtäglich höher und wir werden trotz Katamaran gut hin und her geschubst. Wir bemerken mit der Zeit einige Schwachstellen, was völlig normal ist, sobald man erstmal lange Zeit auf See ist. Das Meer mit seiner ungeheuren Kraft reißt, zieht und drückt am Boot. Das Schiff steht plötzlich für viele Tage unter Belastung und wir merken, wie so oft beim Segeln, dass uns der Ozean mit all dem Salzwasser und den unbändigen Wellen überlegen und vor allem stärker ist als wir, die hier mit unseren Segelschiffen bloß für kurze Zeit überleben können. Und egal wie gut oder wie teuer das Schiff war, selbst die stärksten Befestigungen werden irgendwann brechen, selbst die teuerste Leine wird irgendwann reißen und selbst das beste Silikon wird irgendwann dem Salzwasser nachgeben. Dadurch, dass die Welle hier immer unter die Dinghy-Plattform ballert, sind die Haken rausgesprungen, wo die dran hält. Irgendwie doof. Wir haben die jetzt wieder reingemacht. Ich habe hier so gepennt, habe mich gerade hingelegt, wir haben 11 Uhr. Auf einmal höre ich so richtig laut knallen, es ist eine Welle gegen und im nächsten Moment bin ich einfach klitschnass. Irgendwie ist das Fenster undicht. Keine Ahnung, wie das überhaupt sein kann. Das Wasser ist einfach bis da vorne gespritzt. Hier sieht man noch die Spritzer. Ich bin bis da vorne nass geworden, da sind auch Spritzer dran. Selbst hier Bettdecke ist alles nass. Und am schlimmsten, hier lag die ganze unsere Elektronik, Thilos Laptop. Das ist pitschnass. Dieses Fenster ist einfach komplett undicht. Draußen 35 Knoten, fette Welle. Momentan bockt es halt übelst gar nicht. Es ist angenehmer als im Monohull. Das sieht man, glaube ich, auch hier auf der Kamera. Wir können hier stehen, aber trotzdem hat man sich das natürlich anders vorgestellt. Ich habe jetzt gerade die Nachtwache von 23 Uhr bis 2 und alles okay. Starkwinde passieren, Welle passiert, aber wenn es an meinen Laptop geht, dann ist Spaß vorbei. Junge, wenn der Marsch ist, na, dann könnt ihr euch die ganzen Videos klemmen und den ganzen Spaß. Das ist einfach das Teil, was am allerwichtigsten von diesem ganzen Zeug ist. Und Salzwasser macht alles kaputt. Zig Kameras schon zugrunde gegangen, Kabel zugrunde gegangen, Akkus. Ich finde das einfach nur übelst krass. Eigentlich jetzt gar nicht, dass das Fenster undicht ist, weil das passiert, aber man fühlt sich hier drin, wenn man jetzt in diesem Schlafzimmer ist, so sicher, als wenn ich in so einem Hotel wäre. Und das hat mich gerade voll irgendwie aus der Welt gerissen, dass hier jetzt so viel Wasser reingekommen ist. Und es ist so heiß hier drin. Es ist so unendlich warm. Und wenn ich das schon sage, ja, eigentlich friere ich immer. Lass mich doch nicht verarschen von diesem Fenster. Kurzen Prozess, dieses Ding macht eh keiner auf. Und hat das zuletzt jemand aufgemacht, um es zu lüften, du machst immer das Dach auf. Junge, was da Masse reingeht, ne? Und dann ist das Unglück passiert. Der Wind hat den Tag über nachgelassen und nur die Wellen waren noch ziemlich hoch. Wir haben entschieden, das Parasail wieder hochzuziehen, um genug Fahrt zu machen. Was keiner realisierte, war, dass ein Squall sich näherte und plötzlich, wie auf Knopfdruck, Böen bis zu 43 Knoten mitbrachte. So schnell konnte niemand von uns reagieren und der Schäkel ganz oben am Mast, der das Parasail halten soll, brach durch. Wir sahen nur noch, wie es langsam durch die Luft flog, im Wasser landete und unterm Boot verschwand. Irgendwas kaputt gegangen? Wo? An Messbecher. Das Segel hat sich wie ein riesiger Treibanker hinterm Boot aufgebaut. 320 Quadratmeter gefüllt mit Wasser. Wir hatten einige Leinen und 6 Personen, doch es war unmöglich, das Segel aus eigener Kraft aus dem Wasser zu ziehen. Also entschieden wir, alle Leinen bis auf eine loszumachen und es über die hinterste Winch ins Boot zu holen. So konnten wir verhindern, dass sich das ganze Wasser im Segel anstaut und so einen starken Widerstand erzeugt. Wind und Welle machten das Unterfangen nicht leichter und der Gedanke, dass sich das Segel unterm Boot verheddern oder in der Schraube hängen bleiben kann, war stetig präsent.
Niemand von uns wollte gerne zu dem Segel und dem ganzen Leingewirr und den Wellen ins Meer, um es aus der Schraube zu schneiden. Ach krass, Junge. Da ist Wasser drin. Lass hier rüber reinziehen. Sehr straff, aber geht. Absolute Katastrophe. Ist jetzt gut gegangen, dass wir alles reinbekommen haben, sicher. Und keiner zu Schaden gekommen ist. Mit der Wind haben wir das hier rübergezogen. Aber ich weiß nicht, ob man das noch retten kann. Ist halt dieser ganze Kite, der da in dem Schlitz ist. Diese ganz kleinen Leinen waren eigentlich klar, dass die direkt reißen. Die sind voll filigran. Das muss man auf jeden Fall erneuern. Ansonsten ist echt ärgerlich. Jetzt will ich erstmal gucken, was da gerissen ist, warum. Wieso das war? Die kleine Leine oben oder? Und Cashew-Soße. Als wir alles drin hatten, müssen wir uns erstmal ein bisschen erholen von dem Schock. Und vorhin waren aber Delfine da. Das Wetter ist ruhig und jetzt sind alle wieder gut gelaunt. Und jetzt gibt's was Essen. Ein weiterer Sonnenuntergang geht zur Neige. Der vorletzte. Der vorletzte. Insgesamt werden wir wahrscheinlich 21 Tage auf See gewesen sein. Eine lange Etappe, aber trotzdem schnell für diese große Distanz. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie sagen wollte. Ach ja, es war auf jeden Fall bis jetzt eine tolle Zeit. Und viele Erfahrungen sind wir jetzt reicher. Viel dazugelernt. Aber ich glaube, wir merken alle, dass wir jeden Tag mehr Lust bekommen anzukommen und dass es auch langsam reicht. Wir uns freuen, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Ja, ist schon eine krass lange Zeit jetzt gewesen. Ja, und wir sind wieder auf Kurs mit dem Mainsail und der Genoa, nicht mehr mit dem Parasail. Der Schock sitzt immer noch tief, aber es ist keiner zu Schaden gekommen. Wir haben es gut hinbekommen, dieses Segel überhaupt aus dem Wasser rauszukriegen, weil das war wie so ein riesengroßer Treibanker, wie so eine Wasserblase, die sich da sammelt. Ohne diese Winschen hätten wir es nicht reinbekommen. Da war so viel Druck hinter, auch als wir einfach nur standen mit dem Boot. Es war verrückt. Dass jetzt dieses Segel kaputt gegangen ist noch in den letzten drei Tagen. Ich frage mich ja, ob dieses Auge, dieser Schäkel, ich weiß nicht, wie man dieses Ding nennt, ich zeige euch nochmal einen Shot davon, das ist ja aufgebrochen und dadurch ist das ganze Segel heruntergefallen. Ob man da einfach einen vernünftigen Schäkel hätte dran machen müssen, dann ist ja immer die Frage beim Katamaran,
Der Mast ist ja nur bis zu einer gewissen Last ausgelegt. Ob das extra so gebaut wurde, dass erst das Teil bricht und nicht der ganze Mast bricht, wenn zu viel Wind ist. Ich denke, wenn das Ding nicht gebrochen wäre, hätten wir noch ein paar Minuten Zeit gehabt und hätten das Segel runterbekommen und dann wäre alles gut gewesen. Aber das kam mir mit diesen vier kleinen Splinten sehr, sehr mager vor für so viel Druck und so viel an Segel. Wir hatten so eine richtige Verbindung zu diesem Segel, weil seit wir hier sind, dann wurde es ja erst gekauft und dann wollten wir erst nach Mallorca segeln. Und dann hat uns das bis hierhin gebracht und wir kannten dieses Segel, konnten es jetzt gerade so richtig schön immer hoch und runterziehen, waren schon richtig geübt da drin, alles hat immer geklappt und jetzt ist es einfach vorbei. Und ich habe schon gesagt, ich denke so oft, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben, Segel, aber ich denke so oft an den Film Truman Show und manchmal fühle ich mich so ein bisschen, als wenn wir so in der Truman Show wären, weil diese Squalls, das sind ja wie so kleine Gewitterzellen und dann kommen die und dann segelst du hier so ganz schön und es ist alles in Ordnung und die Sonne scheint und es ist so ein bisschen, als wenn jemand einfach entscheiden würde, ah, die segeln da schön, ja, dann bauen wir jetzt mal eine kleine Hürde ein und als würde dann irgendjemand so auf den Knopf drücken und dann kommt der Squall so und macht voll das Unwetter bei uns und ist nur bei uns, über uns. Und das fühlt sich manchmal einfach an, als wenn wir so in einer Truman Show sind und dann komme ich mir manchmal vor, als wenn wir gleich hier gegen so eine Wand fahren und dann ist hier zu Ende und jemand wollte vielleicht uns ein bisschen aufhalten, weil die Kulisse auf Martinique ist noch nicht fertig aufgebaut. Was laberst du hier jetzt einen rein, Alter? Es ist noch nicht fertig aufgebaut und da ist noch nicht alles fertig, deswegen wollen wir erst später ankommen. Oder die wollten vielleicht ganz verhindern, dass wir gegen die Wand fahren. Wer weiß. Ja, ihr wisst, Leonie, oder ihr seht, Leonie ist in einem ganz anderen Leben drin. Ja, aber wir gehen weiter, noch zwei Tage und dann werden wir ankommen. Ich bin schon zu lange auf See. Ja. Alles klar, wir genießen hier noch die Abendstimmung. Und eins und zwei, und eins und zwei. Und noch einer. Einer ist noch drin. Stark. Weiter so. Weiter, weiter, weiter. Ein letzter. Juhu. Und er zieht noch einmal sich hoch und schafft den nächsten Klimmzug. Und er setzt noch. Hervorragend. Tilo Ernst schaffte 10 Klimmzüge auf hoher See mitten auf dem Atlantik. Auf jeden Fall richtig geil, dass man hier mal ein bisschen Sport machen kann. Meine Anzahl an Klimmzügen hat sich schon gesteigert auf dieser Tour. Jetzt will Leonie noch mal was zeigen. Oh. 1. Was ist da denn los? Ich dachte, du kannst das nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich konnte einen Klimmzug immer, jetzt sind wir seit 3 Wochen unterwegs. Und jetzt kann ich 2. Klasse. Und nach 21 Tagen, von denen wir 19 Tage lang auf See waren, war endlich Land in Sicht. Und es ist jedes Mal genauso, wie man es im Film sieht oder in Büchern liest. Alle warten sehnsüchtig auf die ersten Silhouetten der Berge, die am Horizont erscheinen werden. Das Fernglas wird rausgeholt und jeder will mal schauen. Man kann es kaum glauben, dass nach so viel Zeit auf dem offenen Ozean, in dem man bloß das Meer gesehen hat, wirklich gleich Land in Sicht ist. Und dann, ganz plötzlich, lag sie direkt vor uns. Die karibische Insel Martinique. Grüner und farbenfroher, als wir sie je gesehen haben. Wir sehen, wie erleichtert alle sind, wie alle lachen, schauen in leuchtende Augen und auch ein paar Tränen werden vergossen. Wir alle fühlen, wie uns diese Zeit zusammengeschweißt hat. Wir fühlen die Freude über diesen Meilenstein und auch ein wenig Stolz.
einmal quer über den Atlantik bis in die Karibik. Wir sind angekommen und lassen unseren Anker in Limerick mit einer riesigen Bucht mit hunderten Ankern. Leute, die zweite Atlantiküberquerung liegt hinter uns. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder im Paradies angekommen, in der Karibik, auf Martinique. Nach ungefähr 20 oder 21 Tagen haben wir es geschafft. Genau, 21 Tage auf See. Die Überfahrt war ein bisschen rougher, als wir dachten. Ich glaube, wir hatten uns das ein bisschen mit leichterem Wetter vorgestellt, aber es war trotzdem mega cool. Also wir hatten einiges an hohen Wellen. Wir hatten viele Tage mit bis zu 35 Knoten Wind und manches war echt eine Challenge, es sind auch Sachen kaputt gegangen. Aber wir haben viel dazugelernt, es war eine mega coole Zeit, wir waren eine mega coole Truppe, wir haben uns alle total gut angefreundet, sind eine gute Crew geworden, wir haben an einem Strang gezogen und wir haben auch nochmal gelernt, wie es ist, mit mehreren Leuten zusammen zu segeln und es war einfach eine richtig, richtig tolle Zeit, die wir hier hatten und tolle Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ja, haben viel dazugelernt, aber jetzt geht's weiter. Die nächsten Tage werden wir hier nochmal 2-3 Tage hier verbringen, nochmal die Insel ein bisschen erkunden, ein bisschen hier runterkommen, genießen, aber dann geht's auch schon direkt weiter. Wir haben ja erst gedacht, dass wir eventuell mit diesem Boot direkt an unserem Amt kommen könnten. Dem ist leider nicht so. Dieses Boot segelt jetzt erstmal die kleinen Antillen entlang. Unser steht ja in der Dominikanischen Republik, heißt, wir fliegen in 3 Tagen von hier nach Santo Domingo. Ungefähr 1 Stunde geht der Flug von dort aus 5 Stunden mit dem Auto nach Luperon zu unserem Boot. Und dann geht das nächste Abenteuer wieder los. Ich bin schon ganz gespannt, wie das dastehen wird. Ey. Ich auch. Also die meiste Zeit war jemand da und hat immer reingeguckt. Das war alles okay, aber in den letzten Wochen war dann jetzt niemand mehr da. Und es hat sehr viel geregnet. Mal schauen, wie wir jetzt unser Boot davor finden werden. Ich bin sehr gespannt. Die Fenster sind nicht so richtig dicht, aber... Aber wir freuen uns auf jeden Fall mega doll auf unser eigenes kleines Zuhause und ja, wieder unser eigenes Ding machen zu können. Ein bisschen minimalistischer mal wieder. Das tut auch ganz gut. Und das heißt auch... Hier kamen ja nicht so kontinuierlich die Videos, weil wir immer hier nicht genau wussten, wie was abläuft und dieses Video auch extrem lang war und viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber sobald wir wieder an unserem Boot sind, soll es wieder wöchentlich YouTube-Videos geben und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und wenn euch dieses Video hier sehr gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Abo freuen, über einen Kommentar und ein Like. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und jetzt geht's wieder ab. Genau, bis dann. Peace. Ciao.